all das hinterließ tiefe Spuren und beeinflusste mein Selbstbild, mein Männerbild, mein Innenleben und mein emotionales, mein Beziehungsleben. Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Falls du das noch nicht getan hast, kannst du jetzt unseren Podcast natürlich auch gerne abonnieren. Und bevor es heute losgeht, haben wir noch ein kleines Geschenk für dich. Und zwar unsere kostenlose Coach-Typ-Analyse. Finde heraus, welcher der 20 verschiedenen Coach-Typen du bist, um anderen Menschen mit deinen Fähigkeiten weiterzuhelfen. Unter grader.link/test-p kommst du zum Test. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Man kann alles lösen, wenn man wirklich will und die für sich passende Methode hat. Wir alle haben Dinge in der Vergangenheit erlebt, die tiefe emotionale Spuren bei uns hinterlassen haben. Dinge wie verlassen werden, betrogen werden, Mobbing, vielleicht auch das Gefühl von abgelehnt sein oder sogar Missbrauch. Vieles davon beeinflusst uns heute noch und hindert uns daran, frei zu sein, unser Herz zu öffnen und unser Potenzial zu leben. Viele haben schon die eine oder die andere Therapie oder Methoden ausprobiert, um das Vergangene zu lösen. Einige davon sind trotz vieler Bemühungen einfach nicht vorwärts gekommen. Andere wiederum haben sich damit arrangiert, dass einige Blockaden Teil ihres Lebens sind. Das Resultat ist jedoch, dass wir immer eine Art Last mit uns herumschleppen, anstatt die innere und äußere Erfüllung zu leben, die uns allen zusteht. Auch ich hatte in meiner Vergangenheit mit vielen Altlasten zu kämpfen, die mich jahrelang von meinem wahren Selbst trennten. Ich hatte in meiner Kindheit und Jugend viele traumatisierende Situationen erlebt, wie die Alkohol- und Drogenabhängigkeit meines Vaters, Mobbing in der Schule, eine instabile Beziehung zu meiner Mutter, den frühen Tod meines Vaters und Missbrauch. All das hinterließ tiefe Spuren und beeinflusste mein Selbstbild, mein Männerbild, mein Innenleben und mein emotionales, mein Beziehungsleben. Mit der Zeit führte das Ganze zu einer tiefen Depression und ich stand kurz vor dem Burnout. Es ging sogar so weit, dass ich mein Leben als nicht mehr lebenswert erachtete, obwohl alles Essentielle vorhanden war. Ich wollte alles alleine schaffen, wie ich es gewohnt war. Hilfe von außen anzunehmen, kam für mich nicht in Frage. Es war ja eh niemand da. Im Januar 2012 geschah jedoch etwas Entscheidendes. Nach einem gefühlt ewig langen Wutausbruch, aus objektiv unerklärlichen Gründen, erkannte ich endlich, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Ich stand vor der Entscheidung. Entweder ich beende mein Leben, das zu dem Zeitpunkt keines mehr war, oder ich ändere etwas. Ich entschloss mich glücklicherweise für die zweite Option und fing an, nach Therapien und Methoden zu suchen, die mir helfen würden. Ich probierte einiges aus und kam doch nicht vorwärts, bis ich mich entschloss, was komplett Neues auszuprobieren. Es ist September 2012 und ich sitze nun zum ersten Mal bei einem spirituellen Berater. Der Raum ist klein und sehr farbenfroh gestaltet und es riecht nach, du ahnst es schon, nach Räucherstäbchen. Mir gegenüber sitzt ein kleiner, unscheinbarer Mann und schaut mich mit forschendem Blick an. Seine Worte habe ich seither nie vergessen. Er sagte,
dein Partner schätzt dich nicht wert, weil du dich selber nicht wertschätzt. Deine Mitmenschen geben dir zu wenig Liebe und Aufmerksamkeit, weil du dir selber zu wenig davon gibst. Und die Erwartungen deiner Mitmenschen bringen dich aus deinem Gleichgewicht, weil du glaubst, nur gut genug zu sein, wenn du deren Erwartungen erfüllst. Diese Sichtweise hatte ich bisher schon mal gehört und auf mentaler Ebene irgendwie verstanden. Aber in dieser einen Sitzung ist diese tiefgründige Erkenntnis bis in alle meine Ebenen geflossen. Und ich verstand endlich, dass ich und nur ich es bin, die mein Leben ändern kann. Dieser Mann gab mir Werkzeuge in die Hand, mit denen ich meine Blockaden verstehen und analysieren konnte. Kurz darauf besuchte ich Kurse, um Methoden zu erlernen und kreierte selber welche, mit denen ich eine Blockade nach der anderen löste, vollständig löste. Von Tag zu Tag ging es mir besser und ich wurde immer freier von all diesen Altlasten. Heute kann ich diese Erfahrungen und Methoden in meinen Einzelcoachings, Paarcoachings und in meinen Gruppenkursen an andere Menschen weitergeben. Du wirst dich wahrscheinlich fragen, was es denn nun braucht, um solche Altlasten vollständig zu lösen. Dazu brauchst du drei essentielle Dinge. Erstens, die Entscheidung. Alles beginnt mit einer klaren Entscheidung. Zweitens, die Bereitschaft, wirklich hinzuschauen und deine Außenwelt als Spiegel deiner Innenwelt zu betrachten. Stell dir vor, dein Innenleben, deine Innenwelt ist sozusagen der Projektor und deine Außenwelt, dein Leben ist die Leinwand, auf der dein eigener innerer Film abgespielt wird. Und drittens, du brauchst deine Methode, eine individuell auf dich zugeschnittene Methode. Aus meiner Sicht gibt es nicht die Methode, mit der man alle heilen kann. Das funktioniert nicht. Es geht vielmehr darum, dass du die Methode findest, die am besten zu dir passt. Vielleicht geht es auch darum, oder vielleicht braucht es auch eine Kombination aus Methoden, die zu dir und deinen Themen passen. Und geht auch nicht darum, alles alleine zu machen. Es ist super, sich Unterstützung zu holen bei Menschen, die mit Methoden arbeiten, die dir helfen können. Tja, wie sieht das nun aus, wenn man das Ganze praktisch anwendet? Hierzu ein paar Beispiele aus meiner Praxis. Seit einiger Zeit arbeite ich mal mit einem Paar. Dessen Beziehung war sehr zerrüttet, weil der Mann jahrelang fremdgegangen war. Wie du dir denken kannst, brach für die Frau eine Welt zusammen, als sie dies erfuhr. Und sie blieben nur zusammen, weil sie Kinder hatten. Du wirst dich vielleicht fragen, wie es denn möglich ist, nach jahrelangem Fremdgehen wieder eine Beziehung aus Liebe, Nähe und Vertrauen aufzubauen. Die beiden sitzen nun bei mir in der Praxis. Und sie haben sich entschieden, diese Altlasten zu lösen und sich wieder näher zu kommen. Und wir legten los. Wir arbeiteten mit unterschiedlichen Methoden wie Hypnose, Integration von Seelenanteilen, Heilung von tiefen emotionalen Schmerz, Transformation von Glaubenssätzen. Jedoch eine zentrale Methode, die wir anwendeten, war die Methode der emotionalen Transformation. Hierzu ein kleiner Exkurs. Wenn wir Menschen mit herausfordernden Emotionen konfrontiert werden, neigen wir sehr oft dazu, die Schuld für diese Emotionen wie Wut, Trauer, Angst auf jemand anderen zu schieben. Zudem sind wir Spezialisten darin, verkopft zu sein und sich in der Situation zu verfangen. Anstatt uns auf uns einzugehen, in uns reinzuspüren
und einfach mal wahrzunehmen, welche Bedürfnisse wir haben. In dem Moment, wenn wir dieses Verantwortungsabschiebmuster anwenden, kreieren wir eher eine Distanz zwischen uns selber und den anderen, anstatt diesen näher zu kommen. Dieses Paar wollte sich näher kommen. Und deswegen leitete ich sie an, tiefer hineinzuspüren. Hierzu ein Beispiel. Die Frau empfindet tiefen emotionalen Schmerz, weil sie betrogen wurde. Ich bitte die Frau, reinzuspüren und einfach mal wahrzunehmen, was denn bei ihr abgeht innerlich. Sie reagiert, wie so viele von uns reagieren würden. Er ist schuld, sie ist schuld. Wie kann er nur? Sie sollte doch wissen. Nein, stopp, halt. Darum geht es nicht. Es geht jetzt um dich. Um dich, um deinen Schmerz und vor allem um deine Heilung. Sie spürt noch mal rein. Sie nimmt deinen Druck auf dem Herzen wahr. Sie spürt das Gefühl von Betrogensein, von Hintergangensein, von Vertrauensmissbrauch. Sie weint. Ich bitte sie, ihre Hände aufs Herz zu legen und einfach mal reinzuspüren. Ich bitte sie auch, tiefer zu gehen und reinzuspüren, was denn unter diesem Schmerz ist. Sie nimmt das Gefühl von Ungeliebtsein wahr. Da wären wir schon bei der Basis angekommen. Tief in sich drin fühlt diese Frau sich noch ungeliebt. Und das heißt für mich, die Frau braucht noch mehr Liebe. Und zwar von sich selber. Wir alle kennen das Gefühl von Liebe für jemand anderen. Oftmals vergessen wir, diese Liebe uns selber zu geben. Ich bitte diese Frau, sich liebevoll zu begegnen und einfach mal reinzuspüren, für sich da zu sein. Durch diese Technik konnte mehr und mehr von diesem Schmerz geheilt werden. Ähnliche Dinge machte ich auch beim Mann. Denn auch er hatte ungeliebte Anteile. Sonst wäre das nie passiert. Zudem arbeiteten wir auch an tiefen Selbstwert und an den Schuldgefühlen. Natürlich benutzten wir auch andere Techniken und es ging auch nicht von heute auf morgen. Aber das Pärchen konnte sich näher und näher kommen und mehr Vertrauen aufbauen. Gerade vor kurzem habe ich ein WhatsApp-Foto gesehen auf dem WhatsApp-Status von ihren gemeinsamen Ferien. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Unsere Altlasten belasten uns nicht nur in unserem Privatleben, sondern wir tragen sie auch in unser berufliches Leben. So war es auch bei Robert. Robert war arbeitslos. Obwohl er beruflich viele Diplome und Qualifikationen hatte. Er schrieb x Bewerbungen und wurde doch nie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Robert und ich saßen hin und fingen mal an zu analysieren, welche innere Blockade denn zu dieser äußeren Realität geführt hat. Wir fanden heraus, dass ein tiefer, limitierender Glaubenssatz in der Grundschule, im Klassenzimmer entstanden war. Wir fingen an, ich bat ihn, sich da hineinzufühlen, seine Augen zu schließen. Er schloss die Augen und stellte sich vor seinem inneren Auge das Klassenzimmer vor, die Schüler und vor allem den Lehrer, der ihn kritisiert hatte. Ich bat ihn auch, seine Emotionen wahrzunehmen und sich seiner Gedanken bewusst zu werden. Er spürte die Emotion von abgelehnt sein. Zudem erkannten wir, dass da noch ein Glaubenssatz entstanden ist. Ich mache mich lieber klein, sonst riskiere ich wieder, abgelehnt zu werden. Da hatten wir es schon. Deswegen konnte er auch keinen Job anziehen. Sonst müsste er sich ja zeigen und wird wieder riskieren, abgelehnt zu werden. Ich bat ihn, sich die Emotionen und Gedanken bildlich vorzustellen, in Form von einem Rauch oder Wörtern, und diese dann nach außen fließen zu lassen. Ich bat ihn, sich eine Art Hurricane aus Gedanken und Emotionen vorzustellen. Nun konnte er aus der ruhigen Mitte seine Gedanken und Emotionen beobachten
und sich damit aufhören zu identifizieren. Zudem konnten wir diese ungesunde Kopplung entkoppeln. Und er lernte, dass er sich zeigen konnte, ohne abgelehnt zu werden. Wir bauten noch mit anderen Methoden den Selbstwert auf und ein Selbstvertrauen. Und das Resultat ist, dass Robert jetzt nun endlich eine Führungsposition hat und beruflich sehr erfolgreich ist. Unsere Altlasten können uns auch daran hindern, unsere Herzenswünsche zu manifestieren. Ich bin mir sicher, dass viele von uns sich eine glückliche Beziehung wünschen. Ich kann mir vorstellen, dass viele von uns sich trotz vieler Bemühungen, dass dieser Wunsch sich irgendwie nicht erfüllen kann. Mir ging es früher genauso. Davon handelt die nächste Geschichte. Seit ich denken kann, wünsche ich mir eine glückliche Beziehung. Aufgrund meiner schwierigen Vergangenheit konnte ich nie wirklich mich auf jemand einlassen, mich hingeben und schon gar nicht mein Herz öffnen. Das, was mein Beziehungsleben am meisten belastete, war der Missbrauch, den ich in meiner Kindheit und Jugend erlebt hatte. Es zog mich immer wieder in diese alte Vergangenheit zurück und ich verschloss mein Herz und kapselte mich so von mir und von meinem Partner ab. Dieses Muster beeinflusste alle meine Beziehungen negativ. Und eines Tages entschloss ich mich, dieses Muster aufzulösen und wirklich hinzuschauen. Es waren extrem viele emotionale Verletzungen, tiefer Selbstwert, das negative Männerbild, das aus dem Ganzen entstanden war, Angst, mich zu binden, da ich hätte ja wieder verletzt werden können. Und auch sich wiederholende Themen meiner Vorfahren. Ich entschloss mich, das wirklich aufzulösen und benutzte auch hier unterschiedliche Techniken, Methoden, wie zum Beispiel die, wo ich beim Paar angewendet habe oder bei Robert. Ich nahm auch Techniken aus dem Schamanismus und aus der Energiearbeit. Und auf diese Weise konnte ich mehr und mehr meine Blockaden lösen und mir endlich die glückliche Beziehung manifestieren, die ich mir immer gewünscht hatte. Du wirst dich nun fragen, woran wir denn erkennen, dass diese Altlasten nun wirklich gelöst sind. Natürlich ist ein Indikator dafür, dass so jemand wie Robert seine Stelle findet und das Paar nach einer Beziehungskrise sich wieder näher kommt. Wie schaut es nun aus bei tiefgründigen und schwerwiegenden Traumata, wie zum Beispiel am Missbrauch? Davon handelt die nächste Geschichte. Hör sie dir unbedingt an. Sie spielt vor circa 5 Jahren im Frühling. Es ist ein sonniger Nachmittag. Ich bin auf dem Weg ins Fitness. Ich höre meine Fitnessmusik und denke schon an meine Choreo und freue mich total aufs Training. Es sind viele andere Menschen unterwegs und es ist ziemlich eng auf dem Gehweg. Plötzlich erkenne ich in der Ferne einen Mann. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Kenne ich ihn aus dem Fitness oder aus der Uni oder aus meinem sonstigen Freundeskreis? Es will mir nicht einfallen. Er läuft an mir vorbei. Ich bin immer noch seelenruhig und frage mich, von wo kenne ich den? Nach gefühlt 2 Minuten fällt es mir ein. Das ist doch der mich damals missbraucht hatte. Wow. Total ruhig. Keine emotionale Reaktion. Wow. In dem Moment erkannte ich, dass ich es komplett gelöst hatte. Restlos gelöst hatte. Ich war den Rest des Tages überglücklich und habe permanent nur rumgelächelt und konnte es kaum glauben. Wow. Hey, mit dieser Story möchte ich mich motivieren. Du kannst es auch. Löse all deine Altlasten. Es ist möglich. Dazu brauchst du die Entscheidung, die Bereitschaft, wirklich hinzuschauen und deine Methode. Du bist
Entscheider und Gestalter deines Lebens. Nutze diese Kraft. Vielen Dank. Da ist die Folge auch schon wieder schneller rum als gedacht. Konntest du etwas für dich mitnehmen? Dann lass uns das gerne wissen. An dieser Stelle nochmal der kurze Reminder an die kostenlose Coach-Typ-Analyse. Unter grader.link/test-p findest du heraus, welcher Coach-Typ du bist. An dieser Stelle verabschieden wir uns und hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.